Herzlich willkommen auf der Bestmesse hier in Wien. Best steht für Beruf, Studium und Weiterbildung und wir dürfen Sie hier aus dem Vortragssaal C ganz herzlich begrüßen. 14 Uhr, Punkt 14 Uhr starten wir hier und machen weiter, vielleicht mit Ihnen zu Hause mit einer Tasse Kaffee, bei uns auf alle Fälle mit Martha Eckel von der AK Wien. Sie sind von der Abteilung Bildungspolitik und wir schauen uns jetzt das Thema an, wenn jemand neu an der Uni ist, und zwar Tipps für Arbeiterkinder und andere First Generation Students. Und hier gleich die erste Frage, liebe Martha, warum braucht es eigene Tipps für Arbeiterkinder und was ist die andere First Generation Students? Was ist damit gemeint? Ja, vielleicht zuerst zum Begriff. Mit Arbeiterkinder oder First Generation Students sind all jene gemeint, die als Erste in der Familie ein Studium beginnen, also wenn Sie so wollen, die Studienpioniere und Pionierinnen in einer Familie. Es ist ja leider so, dass es im Deutschen im Unterschied zum Englischen mit First Generation Students keine wirklich gute Bezeichnung gibt für diese Gruppe, weil das hat alles immer so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack, wenn man sagt, nicht Akademikerkinder oder Kinder aus bildungsfernen Schichten. Darum finde ich hier die englische Sprache eigentlich viel schöner. Vielleicht auch ein Hinweis noch zur Dimension, zur Größendimension. An den Universitäten sind ungefähr ein Viertel der Studienanfängerinnen und Anfänger aus Akademikerhaushalten. Das heißt, entweder der Vater oder die Mutter hat ein Studium absolviert. Heißt aber auch umgekehrt, dass drei Viertel aus Haushalten stammen, wo die Eltern maximal eine Matura haben. Und Sie haben gefragt, warum braucht es Tipps für diese Zielgruppe? Weil es natürlich viel schwieriger ist, wenn man in einer Familie aufwächst, wo es keine akademischen Vorbilder gibt. Also es ist was anderes, wenn mein Vater Arzt oder meine Mutter Anwältin ist, die kennen schon das Studiumsystem, denen ist die Welt vertraut. Und wir haben die Erfahrung gemacht bei uns in der Arbeiterkammer, dass sich Leute, wo Eltern kein Studium absolviert haben, fremd fühlen. Also ich darf einmal mein eigenes Beispiel nennen. Ich habe zwar schon vor längerer Zeit studiert, war aber auch die erste in der Familie. Die Universitäten, das sind einfach eine eigene Welt mit eigenen Spielregeln. Man muss sich zurechtfinden. Es gibt eine eigene Sprache in Wirklichkeit, ein eigener Schreibstil. Das muss man einfach alles kennenlernen. Und was noch wichtig ist an der Uni, im Unterschied zum Schulwesen, man braucht einen hohen Grad an Selbstorganisation. Also man muss sich ziemlich viel, wie es heutzutage heißt, selbst checken. Und da werden Sie noch drauf kommen, wenn man natürlich weiß, schon ein bisschen von den Eltern oder Geschwistern, wie das läuft, tut man sich eben leichter. Und ein ganz wichtiger Punkt, das merken wir auch immer wieder bei vielen Gesprächen und Beratungen, ist ein Thema, nämlich das liebe Geld, die Studienfinanzierung. Das ist in der Regel bei Personen, wo die Eltern vielleicht beide akademisch gebildet sind und gut verdienen, überhaupt kein Thema für Leute, die aus weniger begüterten Haushalten kommen, aber umso mehr. Okay, also Sie haben jetzt da schon einige Dinge genannt, also drei Viertel der Studierenden sind aus Familien, wo vielleicht Matura der höchste Abschluss ist, aber zumindest also kein akademischer Abschluss bei den Eltern vorhanden ist. Also sehr viele stecken im gleichen Boot. Und welche Tipps haben Sie jetzt genau für genau diese Personen, die jetzt zum ersten Mal in der Familie Uniluft schnuppern? Ja, ich habe mir, also keine Sorge, es ist die Hälfte der 10 Gebote. Ich habe mir 5 Tipps überlegt für Sie, weil das merkt man sich, ist leicht fassbar. Und der erste Tipp wäre sogleich, kann man umschreiben mit dem Satz Fragen, Fragen, Fragen. Sie müssen sich einfach die Universität so quasi wie eine fremde Welt vorstellen oder eine fremde Stadt. Wenn Sie irgendwo planen, irgendwo auf Urlaub hinzufahren, können Sie natürlich sehr viele Dinge im Internet recherchieren. Da steht sehr viel. Sie werden aber dann vielleicht draufkommen im Gespräch mit Einheimischen, die kennen Sie vielleicht viel besser aus und es gibt viele Tipps, die man sozusagen nicht online bekommt, sondern nur aus den Gesprächen. Und dasselbe gilt eigentlich auch für die Universität. Das heißt,
fragen Sie einfach nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder unsicher sind. Es gibt mittlerweile, das ist ein großer Unterschied zu meiner Studienzeit, ja sehr viele Info- und Serviceangebote und die sind eigentlich dafür da. Also die würde ich als Infostelle nutzen. Dann gibt es die Studierendenvertretung. Also in allen Studienrichtungen gibt es sozusagen Studierende älteren Semesters, die schon mit dem System vertraut sind. Die sind ein paar Jahre älter wie Sie und die können natürlich auch gute Tipps geben und weiterhelfen. Und der dritte Punkt wäre, die Lehrenden dürfen wir auch nicht vergessen. Einfach, wenn Sie Lehrveranstaltungen besuchen. Man kann in der Lehrveranstaltung zum Teil fragen, wenn Sie sich da noch nicht so trauen. Man kann auch zu den meisten nach der Veranstaltung hingehen. Und die Lehrenden haben auch Sprechstunden, da kann man auch nachfragen. Das ist in der Regel gescheiter, als man tut sich dann irgendwie selbst den Kopf zerbrechen. Ja, was war eigentlich gemeint und wann ist dann der Prüfungstermin? Also da kann man sich viel Kummer und Sorgen ersparen. Okay, also man kann schon, wie Sie sagen, sehr oft glaubt man ja, Uni-Professoren sind die heiligen Götter an der Universität, darf man nichts fragen. Also schon auch inhaltlich und organisatorische Fragen sind selbstverständlich richtig. Das würde ich auf alle Fälle raten und schon von Beginn an, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, da braucht es auch Übung. Man traut sich am Anfang ja nicht so sehr und man kann es ja beginnen mit den Personen, die einem sympathisch sind. Also man muss sich nicht gerade die härtesten Fälle vornehmen. Aber das würde ich von Beginn an anregen, weil auch der Kontakt mit den Lehrenden, wenn die einen einmal kennen, dann deutlich einfacher ist. Okay, der erste Tipp, also Fragen, Fragen, Fragen. Genau. Gut. Nummer zwei wäre, das können Sie auch hier schon praktizieren, Kontakte knüpfen. Weil in der Regel ist es so, dass man es alleine natürlich viel schwerer hat und wenn man nur als Einzelkämpfer unterwegs ist, ist der Weg oft sehr steinig. Und da gibt es ja an den Universitäten vielfältige Angebote, da jemanden kennenzulernen. Also Sie können Ihren Nachbarn, Ihre Nachbarin, wenn die fremd sind, in der Lehrveranstaltung einfach ansprechen. Es gibt in vielen Studienrichtungen sogenannte erstsemestrigen Tutorien. Die sind genau für diese Einführungsphasen geplant. Wie gesagt, es gibt die Studierendenvertretung, die weiterhelfen kann. Und es gibt vielfach auch so Mentoring- oder Buddy-Programme, wo ältere Studierende Erstsemestrigen beim Studieneinstieg helfen. Und noch ein spezieller Tipp von mir, es gibt auch immer wieder, schon von Beginn an, diverse Feste etc. Auch da, ich finde, zum Lernen gehört auch das Feiern dazu und man lernt da auch Menschen kennen. Was man natürlich auch machen kann und was auch gut ist, wenn man sozusagen sich einer Lerngruppe anschließt oder heutzutage gibt es ja auch im Hochschulbereich und im Uni-Bereich Facebook-Gruppen. Das hat vielerlei Vorteile. Nicht nur den, wenn Sie einmal eine Veranstaltung versäumen, dass Sie sagen können, okay, was war da, erkundigen. Ich finde, das ist vor allem ganz wichtig, wenn man mal ein bisschen so einen Durchhänger hat oder so. Weil dann gibt es nämlich ein Netzwerk, die Kolleginnen und Kollegen können einen wieder motivieren und so quasi auf die Sprünge helfen. Wenn man das alleine mit sich ausmachen muss und da niemand da ist, der die Stütze gibt, ist schwieriger. Okay, also Sie empfehlen schon, sich ein kleines, feines, verlässliches Netzwerk aufzubauen, denn das kann helfen in Festzeiten und auch in anderen Phasen. Okay, Tipp Nummer 3, wie schaut der aus? Der Tipp 3 betrifft die Studienplanung und lautet, sich selbst nicht überfordern. Ich habe in Gesprächen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade Personen ohne akademischen Hintergrund einen, möchte ich fast sagen, überdurchschnittlichen Ehrgeiz entwickeln. Die machen umfassende Stundenpläne und haben vor, das Studium in Mindeststudienzeit zu absolvieren und planen keine Freizeit und etliche andere Dinge ein und sind dann natürlich
bitter enttäuscht, wenn die erste große Prüfung kommt und da die vielleicht dann schief geht und dann tendieren manche dazu und sagen, ich schmeiß gleich das Ganze hin und so. Also mein Tipp wäre, realistisch zu planen und orientieren Sie sich einmal von Beginn an am Durchschnitt. Also schauen Sie je nach Studienrichtung, was ist die Studiendauer, fragen Sie nach, auch bei der Studierendenvertretung, na, was ist realistisch machbar und nicht, was sind die Spitzenwerte in dem Bereich. Weil Sie dürfen nicht vergessen, es braucht gerade zu Beginn auch einige Zeit, bis man sozusagen das Lernen gewöhnt ist und die Umstellung gepackt hat und die ganzen neuen Eindrücke verarbeitet hat. Also das braucht alles Zeit. Und ich meine, dass Fehler machen auch einfach zum Lernen dazugehört. Und das bitte mit einplanen. Wie lange, würden Sie sagen, dauert so diese Eingewöhnung? Ist das bis Weihnachten, bis man einmal sich auskennt? Oder ist da jeder verschieden? Naja, ich denke, es kommt darauf an, wie intensiv man sich auf das System einlässt. Weihnachten, Sie werden sehen, Oktober bis Dezember, die Zeit ist, erscheint vorausblickend lang, im Nachhinein ist es ziemlich kurz. Also ich denke, man muss schon rechnen mit einem Jahr in Schnitt, würde ich meinen. Diese Erfahrung weiß ich auch von Leuten, die Auslandsaufenthalte gemacht haben, weil eben, wenn man sich auf eine fremde Welt einlässt und nach 2-3 Monaten, also da muss man schon sehr gut drauf sein, dass man da wirklich in das System integriert ist. Ich würde raten, sozusagen ein Jahr müssen Sie sich schon geben. Okay, und dann sind die Ferien, dann wird es im Herbst wieder schwierig. Okay, ich glaube, wir sind schon bei Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 ist, ja, kann man uns schreiben, das liebe Geld. Weil wie schon gesagt, also es betrifft das ganze Thema Studienfinanzierung, weil sogenannte Arbeiterkinder ja oft nicht das Glück haben, dass ihre Eltern das Studium finanzieren können. Das heißt, im Unterschied zu anderen, die sich darüber keine Sorgen machen müssen, muss man da schon planen, ja, wie komme ich finanziell durch Studium? Es kostet ja die Lebenshaltungskosten Geld, es kosten die Lehrmittel Geld, also das läppert sich. Und wenn man Geldsorgen hat, das ist natürlich ein besonderer Risikofaktor, der sich auch sozusagen, auf Wienerisch sagt man, aufs Gemüt schlägt natürlich und man sich da nicht so intensiv dann auf den Lernstoff auch konzentrieren kann. Darum würde ich raten, dass, wenn es möglich ist für Sie, schon vor Studienbeginn sich einmal mit der Studienbeihilfenbehörde auseinanderzusetzen, zu fragen, kriege ich ein Stipendium, wie stehen die Chancen? Ich kann da auch auf den Stipendienrechner der Arbeiterkammer verweisen. Da kann man sich im Vorhinein ungefähr ausrechnen, was an einem Stipendium möglich ist. Dasselbe gilt für die Familienbeihilfe. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, es ist auch möglich, dass beispielsweise die Familienbeihilfe direkt an die Studierenden ausgezahlt wird, wenn die Eltern dem zustimmen. Also das könnte man auch im Vorfeld mit den Eltern schon klären. Und ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist das Thema Jobben. Ich würde sagen, Vorsicht bei Nebenjobs gleich ab Studienbeginn, weil, wie gesagt, Sie dürfen die Eingewöhnungsphase nicht unterschätzen. Und wenn man da gleichzeitig schon mit einem Bein in einer Jobschiene drinnen ist, kann sich das unter Umständen recht negativ quasi auf die Studienintegration und auch auf den Studienerfolg auswirken. Und man muss ja leider sagen, dass die Universitäten bei den meisten Studien nicht gut auf Berufstätigkeit und Studium, also die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Studium eingerichtet sind. Also das sozusagen vielleicht, wenn man das vorhat, erst in einer späteren Phase des Studiums wirklich umfassend angehen, wenn es finanziell möglich ist. Was ist mit jenen Fällen, wo die Eltern gerade
zu viel verdienen, damit man Unterstützung bekommt, aber es eigentlich nicht reicht? Ja, das Erste, was ich in dem Fall raten würde, also die Vorbedingung wäre einmal zu schauen, ob dem wirklich so ist und einen Antrag bei der Studienbeihilfenbehörde stellen. Ich habe immer wieder Fälle, die sagen, ja, ich kriege ja kein Stipendium. Dann frage ich nach, hast du schon einmal einen Antrag gestellt? Heißt es nein, weil ich glaube, ich kriege eh keines. Also, wie gesagt, zuerst einmal überprüfen, ob dem tatsächlich so ist. Dann gibt es natürlich in den Fällen natürlich trotzdem die Familienbeihilfe. Also sind auch, glaube ich, jetzt 200 Euro im Monat, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und wie gesagt, man kann schon schauen, dass man dann durch Nebenjobs das Stipendium aufbessert. Aber mein Tipp wäre, zu Beginn zu schauen, dass man das auf die Ferienzeiten konzentriert und nicht in der Studieneingangsphase, wo momentan eh schon in vielen Studienrichtungen viele strenge Prüfungen zu absolvieren sind. Sonst ist das Problem, dass man sozusagen gar nicht aus dem Studium rauskippen kann, weil man gar nicht richtig reingekippt ist. Okay, und die Nummer 5, wie schaut der Tipp Nummer 5 aus, ja, für wenn man neu ist an der Uni? Ja, Tipp Nummer 5 wäre, einfach nicht abschrecken lassen. Es ist ja so, dass Menschen, die bisher wenig Erfahrung gehabt haben mit einem Studium oder einem universitären Umfeld, halt natürlich logischerweise unsicherer sind als für andere, für die das eine Selbstverständlichkeit ist. Und ja, man muss auch sagen, dass die Universitäten speziell eine eigene Welt sind, die in Massenfächern eher abschreckend wirken zum Teil als willkommen heißen. Da würde ich mich einfach nicht unterkriegen lassen. Was für Sie vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, der bei Akademikerkindern keine Rolle spielt, ist das familiäre Umfeld oder Freunde und Bekannte. Ich habe immer wieder erlebt, dass dann Leute, die als Erste in der Familie studieren, dann so mit Aussagen konfrontiert werden, ja, wozu magst du das und brauchst du das und willst du was Besseres werden? Das heißt, das Umfeld ist eher kontraproduktiv und wenig unterstützend. Solche Aussagen werden Sie bei Akademikerfamilien, wo von Beginn an klar ist, dass sämtliche Kinder auf die Uni gehen, nie hören. Aber natürlich entmutigt es, wenn dann die Freunde oder die Geschwister oder die Eltern solche Bemerkungen machen. Ja, da muss man sich sozusagen eine dicke Haut zulegen und halt dran sozusagen an der eigenen Entscheidung festhalten, und man darf sie da nicht verunsichern lassen. Und ja, es heißt ja so schön, eine Frustrationstoleranz auch lernen und halt auf Misserfolge und auch Missgunst zum Teil vorbereitet sein. Also ich würde meinen, lassen Sie sich nicht einschüchtern und denken Sie an Präsident Obama, der hat auch gesagt, yes, we can. Sie können, wenn Ihnen das besser passt, auch den Baumeister Bob als Vorbild nehmen. Aber das würde ich also als Botschaft Ihnen noch mitgeben wollen, dranbleiben und in diesem Sinne viel Mut, Durchhaltevermögen, Erfolg und auch Freude beim Studium wünschen. Wunderbar, dann nehmen wir das gleich als Schlusswort. Bedanke mich sehr, liebe Martha Eckel von der AK Wien, von der bildungspolitischen Abteilung, nennt man das, gell, bei der AK. Danke vielmals. Eine kleine private Frage, wenn Sie gesagt haben, Sie waren in Ihrer Familie die Erste. Was haben Sie studiert und wie ist Ihnen selber gegangen? Ich habe einen Klassiker studiert damals, wo es auch schon geheißen hat, es gibt keinerlei Berufsaussichten, nämlich Lehramt, Germanistik, Geschichte. Muss ich sagen, es war eher eine Verlegenheitslösung, weil eigentlich wollte ich Englisch studieren. Aber
mir hat das Studium dann sehr viel, also ich habe das an der Universität Wien studiert und wie gesagt, die Botschaft war damals schon, es ist sozusagen alles schlimm, das studieren die meisten und du wirst später überhaupt keinen Job bekommen. Ich bin dann zwar nicht Lehrerin geworden, aber Sie sehen sozusagen, es ändern sich die Zeiten und schlechte Botschaften gibt es immer wieder. Man soll einfach an dem dranbleiben, denke ich, was einem wirklich Freude macht. Und ich quasi habe sogar die Liebe zu den Büchern und der Geschichte beibehalten, praktiziere das jetzt zwar nicht sozusagen im Job, aber es hat mein Leben doch sehr bereichert und ich möchte die Zeit nicht missen. Wunderbar, danke vielmals für diesen persönlichen Einblick. Dankeschön, Martha Eckel, alles Liebe und ein eindeutiges Signal. Wir schauen uns in Kürze an, hier bei uns im Vortragssaal, denn studieren kann man natürlich nicht nur in Österreich, sondern studieren in Deutschland, was es da für Unterschiede gibt und für welche Feinheiten, das schauen wir dann um, circa 14.40 Uhr und bis dorthin. Eine gute Zeit hier auf der Bestmesse in Wien oder auch Ihnen zu Hause. Danke sehr.